Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ. Ein neues seltsames Pack ist erschienen und dafür würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Stickerladen und öffnen das neue Päckchen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Palmenfliegerbrille für die Wissenschaftler. Eine Spaßbrille für die Wissenschaftler. Eine Muschelaugenklappe für die Ingenieure. Eine Hypnosebrille für meine Allstars und ein Badewannenfisch für die Allstars. Läuft. Damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in der Runde, wo wir die ganzen Sachen mal ausprobieren werden. Zumindest eins davon werden wir jetzt in der Runde mal sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Jo, Leute, und herzlich willkommen hier zurück. Wir spielen jetzt hier einen coolen Wissenschaftler. Ich habe ihn mal versucht, so ein bisschen so zu designen wie auf dem Päckchen. Die lila-weißen Haare, die Cocktailbrille, dann ein Regenbogenschnurrbart und der Zuckerguss Waffendesign dabei wieder. Markus. Ja, servus, la. Und wir spielen natürlich den Standardwissenschaftler hier. Ich bin ein Paläontologen. Ich muss mal wieder hier mehr die Standardklassen spielen. Oh Mann, Junge, ramm mich nicht. Was habe ich eigentlich für Missionen für diese Runde? Schnapper mit der Primär. 15 mal einen Feind direkt nach dem Warpen. Und 5 mal den Erzfeind. Also, ich habe schon 2 Kills gemacht. Irgendwie vorher wurde der Wissenschaftler schlechter gemacht. Der schießt langsamer, merke ich gerade. Also, Paläontologe ist geil. Ja, der ist OP. Der ist einfach Mage OP. Aber schau mal an, wie langsam ich schieße hier mit dem. Das ist krank. Oh, oh! Oh, Leute! Wurdest du erwischt? Ich bin doch weggehüpft. So, was nennt man Teamplay? So, und die Explosionswidel hier reinwerfe. So. Und ein Kill gezogen. Kartoffel wieder weggehauen. Achtung, Schnapper. Oh, Bode! Boah, perfekt hier hinter den Stein gestellt. Alter, was wir für einen üblen Rage-Angriff gerade abziehen. Jetzt schon mit 6 Leuten direkt am Anfang der Runde und es laggt. Echt? Ja, alles steht bei mir gerade still. Jo. Gegner, Verbündete, jetzt ist wieder normal. Hey, Markus, ich schenk dir was. Hast du es am Kopf kleben? Ja, ja. Jo. Das ist geil, wenn der einfach da... Wenn der Schnapper kommt, der tötet teilweise... Wenn ich doch eine Mine an deinem Kopf werf und du den Schnapper einmal abschießt und der dich dann frisst, verreckt er an den Minen, während er dich frisst und du bist frei. Ja, meine Mine hat ihn gekillt, oder? Sie hat auf jeden Fall 50 Damage gemacht. Ich habe ihn gekillt, aber meine Mine nicht. Aber ich habe 50 Damage mit der Mine gemacht. So, warte, hier ist der Schle... Ja, toll. Das war Vergeudung, Alter. Vergeudung einer Healstation, die hätten wir im Garten gebraucht. Die kommt ja schnell wieder. Beide kommt noch schneller wieder. What the fuck. Scheiß Gesetzeserbse. Ja. Komm schon, der rennt da unten immer noch. Oh Mann. Ich hab ihn. Hol mich mal. Ach, irgendwo unter uns ist ein Schnapper. Oder über uns? Über uns, er ist tot. Ja, okay, dann wieder den Wissenschaftler hier wieder beleben und ich werde auch noch Wiederbelebungsmeister, wenn ich so weiter war. Ja, kannst mich gleich wiederbeleben. Natürlich mit Shield Station. Ich sag doch, wir brauchen die im Garten. Das ist lebensnotwendig. Schnapper. Pass auf, Schnapper. Weg, 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 weg. Nicht weg, einfach Minen unter dich legen. Dass wenn er hochkommt, dass er dran verreckt. Weißt du? Weil der braucht eine Sekunde, um dich zu fressen. Und die, in der Sekunde töten deine Minen ihn, wenn wir die Minen einfach alle unter uns werfen. Das sind übelst die miesen Tricks. Er kann natürlich nicht mal fressen dabei. Oh, ich will doch durch den Teleporter, bitte. Ja, ich bin doch durch. Komm schon jetzt, Schnapper jagen. Also ich muss sagen, die Standardklasse ist echt gut. Und naja, die Accessoires, davon gibt es ja inzwischen schon tausende bei PVZ. Aber ich finde es eigentlich cool, dass es so viele verschiedene Accessoires gibt, finde ich. Das hat auch einen Vorteil irgendwie. Und ich habe schon voll viele Kills, ich bin einfach Erster. Als scheiß Wissenschaftler, Standardwissenschaftler. 5 Kills. Chestergraut, Chestergraut. Das hat nicht geklappt, Alter, mit der Mine. Der hat ihn keinen Damage gemacht. Gar keinen? Nö. Dann war ein Bug. War irgendwie... fast genau daneben, Alter.
Ja. Kein Damage. Den haben wir diesmal gekillt, bevor er ihn fressen konnte. Da hinter mir explodiert Weiß. Ich bräuchte wieder Healer. Ah, hier ist die Heal Station. Nice. Nein, kein Schnapper, kein Schnapper. Komm schon, fick dich. Boah, wie ich ihn noch gekillt habe. LOL. Oh Gott, ich bin ne. Mann. Scheiß Gesetzeserbse. Oh Mann, der Typ ist so dumm einfach, die Gesetzeserbse. Die habe ich schon so oft weggeholt. Der ist so geschenkt. So, jetzt... Alter, wir sind gerade mit 10 Zombies drinnen. Ja. Oh nein. Alter, ja, wir haben einfach, natürlich wir haben einfach übelst das gute Team. 10 Zombies auf einmal im Garten. Warum renne ich eigentlich in meine Scheißkartoffel mit noch rein? Ich Schatz. Das passiert mir irgendwie nie. Ja. Aber selten, genau. Verdammt selten. Ja, weil ich wahrscheinlich immer zu stark war. Ich spiele ja auch ohne dich manchmal. Ja, ja. Hier, die mägen Wissenschaftler Tricks hier. Immer die Häuser teleportieren und dann über dem Garten stehen. Das sind die fiesen Tricks hier. Vom PVZ-Profis hier. Dann natürlich den Bambus-Moment wegholen. Schon wieder so eine scheiß Gesetzeserbse. Irgendein scheiß Kaktus will mich hier upragen. So. Gehen wir von hinten wieder hoch. Oh no! Nein, jetzt hat er mich doch gesehen, dass ich von hinten komme. Ah ne, hinter mir war noch mein erster Schalldämpfer. Aber der 5er Serie wieder hingelegt. Für den Wissenschaftler ist okay. Steht der Teleporter? Natürlich steht der Teleporter wieder. Alter, wir haben sauber das gute Team. Ohne Scheiß. Ausnahmsweise mal ein echt gutes Team. Das sieht man nicht oft hier. Das sieht man wirklich nicht oft. Normalerweise ist unser Team immer für den Arsch. Achtung, Markus, die sind überall wieder und so, ne? Pass auf. Der schaut gerade momentan auf den Boden. Achtung, da oben ist der MG. Wo? Hier, bei mir, ich bin tot. Oh. Ich habe noch 18 HP, komm schon, hol's dir. Also 18 Leben nur. Und jetzt hol ich. Ja, da ist noch ein Schnapper. Jetzt hol ich dich wieder. Da, heal dich. Okay, Markus, ich muss weg. Weil der Teleporter steht schon wieder. Ah, die scheiß Sonnenblume hat den Teleporter gecrashed. Alter, dich lag. Oh, den wollten wir gerade wiederbeleben, den Engie. Ja, ich hab ihn schon wiederbelebt. Da hat er sich selbst gedingst. Achtung, Schnapper hinter dir. Vergraben. Oh, oh, ich verreck am scheiß Giftschaden. Vergraben im Grab, Alter. Oh no! Komm, Chester Schnapper von hinten, Alter. Mann, jetzt hast du mich doch überholt. Ja, weil du einfach leichter Kills machst. Du hast 3 Kills mehr wie ich. Aber Paläontologe ist auch besser für Kills geeignet wie Standardwissenschaftler. Über Distanz mache ich einfach keinen Schaden. What? Ah, da oben ist ein scheiß MG und es sieht einfach keiner, dass er direkt an der Kante sitzt. Okay, ich schleiche mich jetzt nach oben auf den Sombrero. Ich will die ganzen Leute da oben wegholen. Boah, unser Team schafft es eh, den Garten zu holen. Ja, warum kann ich jetzt hier nicht durch-TP'n? Jagt mich die Schnapper-Ding, Alter. Hey, mieser Trick, 2 Medium platziert und Schnapper-Ding hat sich erledigt. Verabschiedsserie, Alter.
Ja, ich sag ja, beim Paläontologen kein Problem. Garten, Garten allein irgendwie erobert, Alter. Ist gar, oh. Nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch. Oh Mann, ist so dumm. Ja. Ja, und ich konnte irgendwie keine Heal Station platzieren. Ich habe gerade 4-mal Heal Station gedrückt und es ist einfach nichts passiert. Den hätte ich locker gekillt, wird sich mein Heal hinstellen. So, Staffel mit der Primärwaffe erledigen, Mission geschafft. So Leute, ihr habt ihr hier. Jo. Und ich wurde direkt wieder vergiftet. Läuft heute richtig geil, Alter. Ja, eigentlich schon. Und wir nehmen schon wieder den nächsten Garten ein. Ich habe einfach wieder so eine 7 Killstreak, Alter. Ja, weil mit dem Wissenschaftler halt. Ja, Mann. Ja, wobei mit dem Paläontologen geht's ja echt noch. Aber im Standardwissenschaftler hatte ich vorhin, Achtung, Snapper, Snapper, direkt hinter dir, Snapper. Ich sag da mich und ich bin weg. Da kommt Snapper. Krieg, Krieg, Snapper. Krieg, Krieg, den kannst du haben. Zweiter. So, nächsten Garten gekappt. Jetzt nochmal da oben aufräumen. Die Bomben. Ja, das wird easy. Erst hier oben aufräumen. Oh. Hier. Der hier hat mich das letzte Mal nach Dings noch gekillt. Der ist weiter. Gut, ich. Rache. So gut, ich hab ihn. Das ist weit. Oh, yes. Ich hab dir doch geholfen. Also im Nahkampf mache ich 70 Damage. Das ist auch geil, aber auf Distanz mache ich halt nur 20. Das ist halt für den Arsch. Da wird Feuerkaktus. Yes, im Nahkampf bin ich King. Hier, heal und so. Markus, bleib stehen, dann kriegst du hier. Oh. Ja. Am besten hier wieder die, wieder hier direkt vor die Türen lege. Ja, schau mal an, ich mach 73 Damage im Nahkampf, Alter. Das ist übel. Ich mache erst 33 und dann noch 44. Jetzt habe ich gerade 113 Damage gemacht mit dem Schuss. Komm, lass versuchen, hinten unauffällig reinzugehen. Mhm. Die haben nur Laserbeams überall. Also nichts, was uns wirklich auffällt. Zu den rechten, nicht den linken. Ich bin hier dran, ja. Ich hab geplantet. Gift, nein. Das hat mich nicht gebunden. Ich bin schon wieder beim nächsten dran. Warte, bleib liegen, vielleicht kann ich dich holen. Nein, der Schnapper, nein! Ich war fast fertig, noch eine Millisekunde. Aber ich hab das erste schon geplantet und wir sind doch bei über 3 Minuten. Und da ist schon wieder der nächste, der drinnen ist. Aber diesmal steht der Teleporter noch nicht. Was ist los? Ja, ne? Keine Ahnung, Alter. Jetzt steht der Teleporter. Was machen sie jetzt? Ja, aber das Dumme ist, die verteidigen nur den TP. Das heißt, überall anders verteidigen sie nicht. So, ich hole mal die nächsten Mörser hier weg. Also den letzten, besser gesagt. Die Münzen lasse ich mir nicht entgehen. So. Münzen gesnackt. Oh, oh, hier sind Doomshrooms, Alter. 2 Stück auf der rechten Seite. Echt jetzt? Ja. Ach du Scheiße. Ich bin vorbei, gibt Dings. Das heißt, die müssten jetzt eigentlich auslösen, ne? Scheiße. Warum ist der jetzt nicht verreckt? 1%! 1%! Oh Mann, ey. Hier ist der Teleporter steht. Ja, endlich. So, komm jetzt zusammen rein, Markus. Wir machen wieder geil. Yo, die nächste liegt. Wir haben nur noch vorne links und hinten rechts. Ja. Also ich gehe da hinten rechts. Oh nein, Doomshroom! Oh no! Ach du Heilige. Ich hab dich gewarnt vor Doomshroom. Ja, dann wo es explodiert ist. Ja, ich habe ihn gerade aufladen sehen, dann bin ich weggeworbt und du bist dann verreckt. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes, ich hab den Snapper geslappt.
die Bambuswurbel wegtackelt. Oh, leck. Oh, war das schon wieder ein Dubschub? Ich habe ihn schon wieder überlebt. So, irgendwie ist das Schicksal heute auf meiner Seite. Aber dieser komische Pain for Brains Kaktus, der regt mich richtig auf. Was hat der für ein Level? 28. Okay, gibt noch einer. Aber der hat auch schon den Jade-Kaktus. Also der Jade-Kaktus ist auch OP. Nur noch hinten rechts jetzt, ne? Ja, und das sind einfach alle in den Mixern. Ja, natürlich, Heal Station hin und anfangen zu platzieren. Ich bin dran, ich bin dran, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's! Jawohl! Und jetzt raus hier, ich will leben. Schau mal, ich leg da vorne noch meine Minen hin. Das heißt, hier vorne verrecken jetzt bitte noch. Ja, ich hab's doch gekillt, hast du's gesehen? Nee. Und nur am Bildschirm. Da, die Leichen, die hab ich gerade gekillt mit Minen. Sau geil, die rennen hin und explodieren nach, Freunde. Ich hab ihnen nämlich die Dinger auf den Kopf geworfen. 14.000 Münzen Siegpunkt gemacht. Geile Double Kill am Schluss sind wie denn. Für Wissenschaftler war es okay. Muss ich sagen, für das, dass ich dann ein Wissenschaftler war, habe ich eine gute Leistung abgelegt. Okay, mit Paräontologen wäre es besser geworden, wahrscheinlich, ja. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.